Und ich möchte ganz kurz, bevor wir abschließen, das kurz aufgreifen. Ein sehr wichtiges Thema, das Thema Dschihad, was so viele Menschen mit heiliger Krieg in Betracht bringen. Erstens, das Wort heiliger Krieg kommt von den Christen, von den Ritterzügen, nicht von den Muslimen. Wir haben bei uns keinen heiligen Krieg. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Und wer es behauptet, muss es beweisen können aus der Geschichte, aus dem Koran, aus der Sunna. Die Gelehrten sprechen über den Dschihad und sagen, Dschihad gibt es in vier verschiedenen Stufen. Die erste Stufe, Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagt, der Dschihad, Dschihad al-Nafs, der Dschihad gegen deine eigene Seele. Und hier ist der Beweis aus dem Koran. Und diejenigen, die sich auf diesem Weg abmühen, sich anstrengen, von Halal zu leben, kein Haram zu machen, keine Unzucht zu begehen, nicht zu klauen, nicht zu lügen, nicht zu stehlen, nicht zu betrügen, die diese ganzen Verbote einhalten und die Gebote einhalten, die für den Menschen gut sind, diejenigen, die sich anstrengen, also diejenigen, die den Dschihad ausüben, wie werden sie was? Wir werden sie ganz gewiss unsere Wege leiten. Wenn du dich anstrengst und gegen deine eigene Seele kämpfst, den Dschihad gegen dich selbst ausübst, und das sollten sehr viele Brüder machen übrigens, und ich hoffe, dass es auch sehr viele Brüder hören, die so ein bisschen infiziert sind von diesem Gedanken, dass sie als erstes mal an sich selbst arbeiten sollen, weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, er wird den Zustand eines Volkes nicht ändern, bis sie das ändern, was in ihnen selbst ist. Bis sie also den Dschihad mit sich selbst ausgeübt haben. Bis sie also sich angestrengt haben, gelernt haben den Islam und angefangen haben, den Islam so zu praktizieren, wie Allah subhanahu wa ta'ala es von ihm verlangt und nicht wie seine Neigungen und seine Gelüste und sein Unwissen es von ihm erwarten. Dieses kranke Herz ist nämlich die Ursache dafür, dass man solche falsche Wege einschlägt. Möge Allah uns davor bewahren. Aber wir belassen es nicht bei dem Thema, weil wir müssen die volle Wahrheit sagen. Das war eine Kategorie von Dschihad. Die zweite Kategorie von Dschihad ist der Dschihad gegen den Shaitan. Ibn al-Qayyim rahimahullah sagt, dass der Dschihad ausgeübt werden muss gegen den verfluchten Satan, der zu dir kommt, und wir haben die Verse gerade rezitiert, und Aufstachelung macht. Er möchte dazu, dass du zu den Insassen des Höllenfeuers gehörst. Deswegen ist die zweite Kategorie des Dschihad, der Dschihad gegen wen? Gegen den Shaitan. Und die dritte Kategorie, sagt Imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ist der Dschihad gegen die Munafiqun, gegen die Heuchler. Zu der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er den Koran offenbart bekam und verkündete, in dem Augenblick, als er gesagt hat, ich bin der Prophet, ich warne euch vor einem Höllenfeuer, in dem Moment haben sich schon seine eigenen Verwandten oder Teile von ihm gegen ihn gestellt. Und es waren nicht alle damals Muslime, sondern es gab welche, die einfach mit ihren kranken Herzen unter den Muslimen sein wollten, aber sie waren Heuchler. Sie sahen aus wie Muslime, aber sie hatten die Herzen von Nichtmuslimen gehabt. Sie waren also nicht gläubig in dem, was der Prophet gebracht hat, und haben was gemacht? Sie haben sogar Moscheen gebaut. Sie haben sogar Moscheen gebaut und haben sogar so getan, als wären sie gläubig. Aber der Prophet ﷺ wusste davon, dass sie Munafiqun sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und wir kommen jetzt zu dem Beweis dafür, sagt im Koran, Ya ayyuhan nabi, jahid al-kuffara wal-munafiqin waghluz alayhim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. O du Prophet, mühe dich ab, mache den Dschihad gegen wen? Gegen die Kuffar und die Munafiqin. Waghluz alayhim. Wir halten das bis hierhin erstmal fest. Führe und praktiziere den Dschihad aus gegen die Munafiqin. Hier ist ein Beweis dafür, dass der Dschihad
gegen die Heuchler nicht mit dem Kampf ist, sondern indem man die Intrigen und die Pläne, die sie schmiedeten, gegen die Muslime aufdecken soll. Der Prophet wurde hier aufgerufen, Dschihad auszuüben gegen die Heuchler. Und der Beweis ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer authentischen Überlieferung, dass es verboten ist für ihn, beziehungsweise dass er verboten hat, dass man die Munafiqun bekämpft und tötet, damit die Leute nicht sagen, der Prophet würde was? Seine Freunde bekämpfen und töten. Ein Beweis dafür, dass es nicht um Kampf geht im Dschihad. Aber der vierte Punkt, und wir bleiben bei der Wahrheit, und wir sagen nichts als der Wahrheit, das ist islamische Theologie, die auch nachgelesen werden kann und die man erwähnen muss. Es gibt auch, und das ist das Recht von jedem Land in dieser Welt, ein Verteidigungsministerium, was daran bedacht ist, seine eigenen Interessen, Länder, seine eigenen Gebiete zu verteidigen. Und wenn es ein islamisches Land ist mit islamischer Herrschaft, dann ist das auch der Dschihad, der gegen diejenigen ausgeübt wird, militärisch gesehen in dem Moment, dass man was mit dem Militär, mit den möglichen Waffen dieses Land beschützt. Und das wäre auch die vierte oder die vierte Kategorie von Dschihad fi sabilillah. Aber ich habe es absichtlich erwähnen wollen, damit man sich nicht nur daran festhält und damit das endlich mal ein Ende bekommt. Denn es ist wirklich sehr anstrengend, dass man in einem Land lebt, wo Menschen auf einen schauen und glauben, man sei nur gewaltbereit. Man sei Terrorist und man sei und man sei und man sei. Und man geht mit dieser Psyche durch die Stadt. Deswegen ist es wichtig, dass man aufklärt und diese Informationen nach außen trägt.